Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch sein. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Und Fried und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Ist es erlaubt, an einer westlichen Universität zu studieren? Mit westlicher Universität wird wahrscheinlich gemeint sein an Universitäten in Europa, den USA, Kanada, also Nordamerika oder in Australien, obwohl Australien ja eigentlich nicht der Westen ist, aber okay, aber das ist ja immer mit Westen gemeint. Ist das erlaubt, dort zu behandeln? Die Frage ist genau so. Assalamu alaikum. Leider wurde meine Frage falsch beantwortet. Wie gesagt, ihr könnt die Fragen stellen bei unserer WhatsApp-Nummer, die seht ihr hier. Aber bitte geschrieben in Textform, nicht als Audiobotschaften, auch keine Telefonate werden beantwortet. Ja? Hier, mir ging es nicht über das Studieren vom Islam, sondern ob ein Muslim oder Muslim an einer westlichen Universität, zum Beispiel Medizin oder Wirtschaft etc. studieren darf. Ich möchte erstmal kurz etwas sagen zur Art und Weise, wie die Frage gestellt wird. Meine Frage wurde falsch beantwortet. Man könnte doch sagen, die Frage wurde falsch gestellt, weil... Es ist halt so, wenn jemand fragt, ist es erlaubt, an einer westlichen Universität zu studieren, dass man logischerweise sich erstmal fragt, warum soll es denn verboten sein? Und dass man dann erstmal davon ausgeht, dass er vielleicht meint, Islam zu studieren an einer westlichen Universität. Gerade weil das Thema auch momentan aktuell ist und wir wissen, dass diese Studiengänge zum großen Teil dazu da sind, um die Muslime in die Irre zu führen. Nämlich einen sogenannten deutschen Islam, wie auch bei der Islamkonferenz vorgeschlagen wurde, zu kreieren, indem es dann heißt, wir müssen uns an bestimmte Richtlinien des Korans nicht mehr halten und das ist purer Kufr. Und das ist das Ziel ja, dieser Studiengänge. Und wer sich mit den Büchern von Mohammad Rashide beschäftigt, ich habe über ihn, glaube ich, fast 20 Vorträge gemacht, über seine Lügen, über seine Entstellungen, ja, der wird das klar und deutlich mitbekommen. Ja. Sondern ob ein Muslim oder eine Muslime einer westlichen Universität, zum Beispiel Medizin oder Wirtschaft etc. studieren darf. Es geht explizit um das Studieren einer westlichen Uni. Die Frage, die sich für uns erstmal stellt, ist dann, warum soll es verboten sein? Wenn ich im Westen lebe, das heißt, manchmal, ich möchte das nur sagen, damit ihr wisst, wie ihr auch Fragen stellt, weil unsere Frage ist dann natürlich erstmal, ja, warum soll es denn verboten sein? Warum soll es verboten sein an einer, weil die Frage suggeriert ja, an einer Universität in Ägypten ist es erlaubt, aber an einer Universität in Deutschland ist es nicht erlaubt. Warum soll es jetzt genau nicht erlaubt sein? So, dann kommt jetzt die Antwort. Oder jetzt kommt ein Hinweis darauf, was er oder die Fragestellerin, der Fragesteller oder die Fragestellerin damit meint. So viele Brüder und Schwestern sehe ich, die an Unis gehen und die anfangen, ihren Hijab abzulegen. Mit dem Gebet aufhören, etc. Also ist mit der Frage wahrscheinlich gemeint, dass es Brüder und Schwestern gibt, die zur Uni gehen und deswegen aufhören, den Hijab ablegen und aufhören mit dem Gebet. Erstens, also das ist nicht unsere Erfahrung. Also unsere Erfahrung ist eine völlig andere an den deutschen Universitäten, nämlich dass die Universitäten wesentlich, das ist zumindest unsere Erfahrung, man kann es dafür nicht verantworten, dass die Universitäten wesentlich lockerer sind als die Schulen in Deutschland. Also ich kann mich erinnern, als ich in der Universität in Köln gebetet habe und in der Universität in Bonn, weil ich habe kurz angefangen mit einem Studiengang, da habe ich mich schnell für beworben in Köln und da ist mir klar geworden, dass eigentlich nicht das, was ich wollte, weil mein Vertrag ist damals ausgelaufen beim Boxen. Und damit ich keine Zeit verliere, habe ich mich schnell für was eingeschrieben, habe dann auch direkt wieder aufgehört. Aber da habe ich zum Beispiel gebetet. Ich habe zum Beispiel in der Universität dort gebetet. Da gab es auch Frauen mit Kopftuch. Und in der Universität in Bonn haben wir sogar das Freitagsgebet mit Erlaubnis der Universität in der Universität verrichtet, da gab es Frauen mit Kopftuch ohne Ende. Ja. Meine Frau kennt eine Frau, die den Niqab angezogen hat, in einer Fachhochschule in Deutschland, also in einer Universität. Und sie ist dann zu dem Lehrer gegangen, hat gesagt, sie sieht das als verpflichtend an ihrer Religion, sie will jetzt den Gesichtsschleier anziehen
ob das ein Problem für ihn ist, wenn sie so im Unterricht sitzt. Daraufhin hat dieser Professor gesagt, das ist für mich kein Problem, aber bei der Klausur muss ich selbstverständlich das Gesicht sehen, nicht, dass jemand sich darunter versteckt, jemand anders darunter versteckt und für sie die Klausuren schreibt. Deswegen, wenn jemand an der Universität den Hijab abzieht und aufhört zu beten, sollte das tatsächlich so sein, das ist sein Problem. Das ist einfach zu schwach und das ist eine allgemeine Sache oder eine allgemeine Bedingung, die bei allem vorhanden ist, was wir tun. Unser Iman muss stark genug sein, dass wir durch diese Shahawat, durch die Gelüste, die verbreitet werden, dass wir diese Gelüste, die verbreitet werden, abwehren können. Unser Wissen über die Religion muss stark genug sein, dass wir Shubuhat, Scheinargumente gegen den Islam, widerlegen können. Und hier hat beispielsweise der Sheikh Uthaymin in Shar Usul Thalath, hat er drei Bedingungen für die Reise in Ahlul Kufr aufgestellt. Weil wir reden darüber, ist es erlaubt, an einer westlichen Universität zu studieren? Redest du von jemandem, der hier lebt? Redest du von jemandem, der aus dem Ausland kommt und hier studiert? Worüber reden wir jetzt? Ich meine, wenn wir sagen, jemand, der hier lebt, der sagt ja, ich darf aber nicht in der Universität studieren gehen, weil das eine Fitna ist. Es ist völliger Quatsch. Warum lebst du dann hier? Ich meine, hast du in der Universität mehr Fitna, als wenn du über die Straße gehst? Oder lebst du irgendwo im Wald? Ich weiß es nicht. Also ist jetzt nicht an die Fragesteller gemeint, sondern ich meine im Allgemeinen. Hier, Sheikh Uthaymin sagt hier, فَنَقُولُ السَّفَرْ إِلَى بِلَادِ الْكُفْرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوتِ. Die Reise in die Länder des Kufers ist nur mit drei Bedingungen erlaubt. أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنسَانِ عِلْمٌ يَدْفَعُ بِهِ الشُّبُهَاتِ. Dass ein Mensch das Wissen hat, um die Scheinargumente, die eventuell zu ihm kommen, widerlegt. Hier muss man allerdings sagen, Scheinargumente gegen den Islam gibt es auch ohne Ende in den islamischen Ländern. Und da gibt es viele Muslime, die diese Scheinargumente, die zum Beispiel von Ölmen und von Säkularisten in den Raum geworfen werden oder sogar durch das staatliche Fernsehen verbreitet werden, nicht abwehren können. Ash-Shartu Thani an yakuna 'indahu dinun yamna'u min ash-shahawat, dass er genug Religion hat, also Iman, um die Shahawat, die Gelüste abzuwehren. Hier muss man allerdings auch sagen, es gibt genügend muslimische Länder, wo es Fitna ohne Ende gibt. Ja, deswegen, das ist kein Hadith vom Propheten, sondern das ist eine Schlussfolgerung von Sheikh Uthaymin. Dann das dritte, an yakuna muhtajan ila dhalik, dass es eine Haja dafür gibt, eine Art Notwendigkeit. Ja. Und wenn man sich mit diesem Thema überhaupt mit dem Reisen in die Buldan und Kufr, wenn man sich damit beschäftigt, ja, dann sieht man zum Beispiel, was es für Dinge gibt, die dazu führen, dass man eine Notwendigkeit hat, dorthin zu reisen. Zum Beispiel, dann sagt er, Al-Qismul Awwal, an yuqima li da'wati ila al-Islam, dass jemand zum Beispiel in die Buldan und Kufr reist, um dort Da'wah zu machen. Und dazu zu animieren, ja, den Islam lieb zu machen. Dies ist eine Art von Jihad. Das heißt, wenn jemand aus einem islamischen Land in ein nicht-islamisches Land reist, um dort Da'wah zu machen, ist eine Art von Jihad, sagt Sheikh Uthaymin. Dann, Al-Qismu Thani, an yuqima li dirasati ahwal Al-Kafirin, dass er die Angelegenheiten der Kafirin studiert. Al-Thalith, an yuqima li hajati dawlati muslima, dass er wegen einer Notwendigkeit für ein muslimisches Land dort bleibt. Wie zum Beispiel jemand, der ein Botschafter ist. Al-Qismu Rabi', an yuqima li hajatin khasatin mubahatin kattijara wali alaj, dass jemand dort bleibt für eine spezielle erlaubte Angelegenheit wie Tijara, also Handel, und wie Behandlung.
Jemand kommt zum Beispiel hierhin, weil es hier ein besseres Krankenhaus gibt, um sich behandeln zu lassen. Al-Qismul Khamis an yuqima li-dirasatin wa hiya min jins man qablahu iqamati al-haja. Ja? Das heißt, dass jemand wegen einem Studium hinkommt. Das ist also, was Sheikh Uthaymeen sagt, also ihr beantwortet ja praktisch die Frage. Jemand kommt zum Beispiel aus einem muslimischen Land nach Deutschland, um ein Studium abzuschließen, womit er dem muslimischen Land oder den Muslimen helfen kann. Und dementsprechend natürlich, wenn jemand in Deutschland sowieso schon lebt, kann er natürlich in eine Universität gehen, um ein notwendiges Studium insbesondere abzuschließen, insbesondere wenn es darum geht, den Muslimen damit zu helfen. Wenn er sowieso schon hier lebt. Hier geht es um Leute, die extra aus dem Ausland kommen. Wie ist es dann erst mit denen, die sowieso schon hier leben? Und dann kommt natürlich wieder die Frage, ja, bin ich in der Lage, die Fitnen, die Gelüste und so weiter abzuwehren? Nur ehrlich gesagt, ich kann nicht ganz verstehen, wie man überhaupt darauf kommt. Weil wir sagen jetzt jemanden, der hier in Deutschland lebt, du darfst nicht in die Universität gehen, weil es könnte sein, dass du einen Hijab ausziehst. Ich kenne diese Beispiele nicht. Und es gibt in Universitäten kein Hijab-Verbot. Die Universitäten sind im Allgemeinen, vielleicht gibt es die eine oder andere Universität, ich kann nicht über jede einzelne Universität reden. Das hat mir eben noch ein Bruder gesagt, dass er einen Bericht über die Universität in Frankfurt gesehen hat. Wo ganz normal, weil er kannte diese Lage nicht, weil ich hatte mit Studenten viel zu tun. Ich habe ja selber an einer Uni studiert. Ja? Und er sagt, er hat sich gewundert. Die hatten da einen Gebetsraum und da waren Frauen mit Hijab, Männer mit Baden, es gab gar kein Problem. Das heißt, die Universitäten sind eigentlich extrem locker in dieser Beziehung. Von daher, es muss natürlich jeder seine eigene Lage auch anschauen. Wenn es einen speziellen Grund gibt, ja, der für ihn eine Fitna darstellt in einer Universität, dann sollte er sich davon fernhalten. Aber im Allgemeinen kann man das nicht als verboten erklären, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sogar den Muslimen empfehlen, Abitur zu machen und gerade Studiengänge zu belegen, mit denen sie den Muslimen helfen können. Wir brauchen zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, wir brauchen muslimische Frauenärzte. Wir brauchen muslimische Ärzte. Wir brauchen muslimische Erzieher, Pädagogen. Wir brauchen diese Bereiche. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Bereiche noch, womit wir den Muslimen hier in Deutschland helfen können. So wie auch aus dem Ausland Muslime nach Deutschland kommen, um islamischen Ländern zu helfen, ein Wissen zu lernen und damit in ein islamisches Land zu gehen. Was ich auch empfehlen kann, ist in Deutschland Studiengänge zu belegen, um damit eventuell auszuwandern in ein islamisches Land, um dort zu helfen. Es wird in Zukunft wird es um erneuerbare Energiequellen, Energien gehen. Es wird es wird darum gehen, wie man Müll entsorgen kann, wie man Umweltschutz nach vorne treiben kann. Dafür gibt es Studiengänge, die einem dabei helfen können. Das ist etwas, was die muslimischen Länder brauchen werden in Zukunft. Wie man wirtschaftlich in der Landwirtschaft auch beispielsweise mit bestimmten Dingen umgeht, dass die Erde nicht unfruchtbar wird. Das sind Sachen, die die muslimischen Länder extrem brauchen. Wenn zum Beispiel jemand aus Somalia hier in Deutschland ist und macht einen Studiengang, womit er gerade den Menschen in Somalia helfen kann, bezüglich der Landwirtschaft etc., sind das Sachen, die unheimlich wichtig sind. Und das ist etwas, was ich den Muslimen gerade empfehlen würde. Ja? Ich hoffe, dass der Bruder oder die Schwester es nicht zu sehr als, nicht zu sehr als Angriff gewertet hat. Das war auch gar nicht als Angriff gemeint. Ich wollte nur sagen, wie gesagt, ich konnte die Frage nicht so richtig nachvollziehen, aber ich glaube, dass ich das im Endeffekt dann doch richtig verstanden habe und ich habe ja auch das gezeigt, was Sheikh Uthaymeen dazu sagt, dass er es sogar erlaubt, für Leute aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen, um hier zu studieren. Natürlich unter den gewissen Bedingungen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.